Wenn man in den letzten Tagen so in die Chats reingeschaut hat, hat man eigentlich immer wieder oder ständig das Sandfältchen gesehen. Und das Sandfältchen, das schnappen wir uns jetzt auch mal. Also Sandfältchen, 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 seitdem das Gewässer draußen ist, beziehungsweise so 2-3 Tage danach ging es auf einmal los, dass immer mehr Leute auf Sandfältchen gingen. Gucken wir mal kurz ins Café. Auch gar nicht so schlecht. Auch ein schöner Auftrag, wo ich ihn gerade sehe. Können wir vielleicht gleich nochmal machen. Und die Forelle ist auch gerade drin. Kein Sandfältchen. Ziehen wir mal los. So ein bisschen den Fluss runter. Seitdem der Patch draußen ist, änderte sich ja so ein bisschen auch die Position. Man hatte anfangs das Sandfältchen hier vorne ganz gut gefangen. Zwischenzeitlich auch mal hier am Anleger direkt oder hier in der Kurve ging es auch ganz gut. Jetzt im Moment ist es ziemlich weit unten, kurz vor den Bojen. Und das Schöne beim Angeln halt jetzt hier vom Land aus auf das Sandfältchen, man kann einfach direkt mit 3 Posenrouten Attacke und Vollgas geben. Und das kann richtig stressig werden. Gucken wir uns das mal eben an. Ich renne mal zum Spot. Und da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon. Hier ist so ungefähr der Spot. Ich stand zuletzt hier vorne. Das war ganz entspannt und habe hier so ein bisschen treiben lassen. Und wir packen uns mal eben unsere Matchrouten in Position. Und dann gucken wir uns mal die Matchrouten an. Ich habe mal meine Alphas ausgepackt. Weil so viel Tragfähigkeit brauche ich ja eigentlich nicht. So viel dicke Brocken gehen da nicht dran. Das heißt, das reicht völlig aus. Wackler-Montage bzw. die Match-Montage. Einen ziemlich großen Haken, einen Viererhaken. Hier jetzt einmal mit Doppelköder-Mistwurm. Den werfen wir einmal aus. Zack, schön treiben lassen. Hier haben wir Doppelköder, die Köcherfliegenlarve. Zapp, ganz entspannt raus damit. Und das dritte ist Köcherfliegenlarve und Steinfliege. Und da müssen wir gleich noch die Einholgeschwindigkeit erhöhen. Da geht auf A3, geht auch schon gerade wieder was runter. Es geht sofort los. Es geht sofort los. Einholgeschwindigkeit immer so ein bisschen erhöhen, damit man sofort mit einem schnellen Einkurbeln den Anschlag setzen kann. Die brauchen tatsächlich manchmal ein bisschen, bis sie den Köder runtergezogen haben und gebissen haben. Also wenn ich hier entspannt stehe im Stream zwischendurch, dann ist es schon so, dass ich den Köder oder die Pose erstmal runtergehen lasse. Vielleicht sogar so 2 Sekunden erstmal warte. 21, 22 und dann erst den Anschlag mache. Eigentlich ist es jetzt hier wie das Angeln auf Hering oder so. Machen wir erstmal nur die 2, sonst wird es zu stressig. Wenn man dann irgendwann im Flow drin ist, dann kann es losgehen. Dann kann man vielleicht sogar noch eine 3. einbauen. Also, Doppelköcherfliege und Doppelmistwurm. Zack. Raus damit. Und da geht es sofort schon ab hier. Und hier geht auch nochmal einer drauf. Das Schöne ist, es sind einfach, es sind eigentlich auch nicht so teure Köder. Und man kann da doch ganz schön was mit rausziehen. Ziehen wir mal langsam hoch. Monoschnur, 19 Kilo habe ich gerade drauf. Wie gesagt, von der... Zack. 3,9 Kilo, das ist doch schon mal ein schönes Gerät auf Doppelköcher. Der ging auch noch ran. Da haben wir direkt noch einen auf Doppelmistwurm. Kommt auch ein schöner Brocken. 7 Uhr morgens haben wir jetzt. Sandfältchen mit 2,9 Kilo. Und dann geht wieder die 3. Oh, zack. Man muss sich schon ein bisschen im Blick behalten. Also es ist kein... Klar. Wenn du jetzt Bock hast, irgendwie ganz entspannt hier rumzustehen, machst du halt nur eine, 2,9 Kilo wieder, nur eine Route.
Aber wir wollen die Zeit ja auch sinnvoll nutzen. Und deswegen, wenn man es schafft mit zweien, dann ruhig mit zweien. Wenn man es schafft mit dreien oder mit drei Stippen, ist natürlich auch durchaus möglich, dann Gas geben mit drei Stippen. Jetzt gehen gerade beide runter. Kriegen wir den auch noch? Kriegen wir auch noch. Und wenn man sich das so anschaut hier von der Frequenz, geht das auch ganz gut ab. Gerade natürlich mit zwei Matchrouten draußen kann man da natürlich ordentlich Gas geben. Von der Entfernung, wie gesagt, ich klippe äußerst selten. Also seichter Auswurf, was sind das, 20 Meter vielleicht. Ganz locker. Wenn man sich dann, wie gesagt, wenn man dann irgendwann drinne ist, so ein bisschen im Rhythmus, im Auswurfrhythmus und Einholrhythmus, dann kann man das halt auch mit der dritten dann auch noch mitmachen. Aber es kann dann schon stressig werden. Oh, ein Lennox sogar. Auf Doppel-Mistwurm ist ein Lennox dran gegangen. Das ist cool. Auf Doppel-Steinfliege hatte ich die Tage hier auch 1,1. Die Tage auch eine Forelle. Ging auch gut. Hinten geht gerade die 3 runter. Auch noch gehakt. Jawohl. Und die 2 ist, glaube ich, auch unten. Der hat nicht gehakt. Okay. Enter. Direkt wieder aufmachen. Und jetzt erstmal eben reinziehen. Oh. Tunguska Rotauge mit 200 Gramm. Auch da auf Doppelmistwurm. Nice. Also Doppelmistwurm. Schöner Köder für so einiges gerade. Oh. Doppel, beide unten. Doppelmistwurm wieder. Da hinten die gelbe ist gerade. Das ist aber jetzt die 3. Das wird aber schon wieder knapp. Ja, war schon wieder zu knapp. Aber dafür geht die wieder runter. Hak. Uff. Also lange halte ich das aber auch nicht durch, ey. Da muss man irgendwann mal wieder entspannen. Jetzt wäre die 3 schon wieder richtig gewesen. Auch noch gehakt. Uff, jetzt geht's aber los hier. Stürres, Stürres. Bodenränke. So, erstmal raus wieder damit. Dann die 1. So muss das sein. Sandfältchen, aber in klein. Schon mal jetzt wieder die 2 im Blick behalten. Und da geht es auch runter. Wieder gehakt. Jetzt die 1. Auch gehakt. Uff. Jetzt aber mal Gas hier. Na, ist die 2 doch nicht? Oder ist es irgendwas Kleines nur, ne? Pelletmarine, 1,1 Kilo. Das ist schon mal gut. Ziehen wir die eben. Och, guck mal da, so eine ganz kleine. Die 3 lassen wir jetzt mal eben. Die geht ja gleich nochmal runter. Sandfältchen. Jetzt erstmal die 2. Jawohl. Und dann ist jetzt gleich die 3 mal dran. Bodenränke. Also es läuft. Man ist hier richtig am Prügeln, am Hasseln. Wenn wir es gleich mal gucken. 15 Minuten hier ungefähr. Das ist mir jetzt schon ein bisschen weit weg. Und die geht auch. Jawohl. Ziehen wir den mal eben. Und dann sind wir jetzt hier bei 11 Minuten. 11 Minuten, da machen wir noch mal ein bisschen mehr. Da geht noch ein bisschen mehr. Machen wir mal noch ein paar Minuten auf 15. Und dann gucken wir uns gleich mal den Kescher an. So, da sind wir doch hier schon beim Fischmarkt. Und dann gucken wir doch mal hier rein. Wir haben jetzt hier, ja, 15 Minuten geangelt, reine Angelzeit. Gucken wir mal eben durch, sind 185 Silber. Da sind wir also, wenn wir das mal eben hochrechnen,
185 mal 4 sind wir bei 740 in der Stunde. Puh, natürlich so ein bisschen runtergerechnet. Aber so grob wird man das schon hinkriegen. Auf jeden Fall mal 500 plus. Also verkaufen, kratsching und weiter angeln. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf Twitch oder hier auf YouTube. Bis dahin.